bin gerade verkehrt gefahren. Mhm. Na, passiert. Ups, war wegen weit rausgerutscht gerade. Und dann in der Inlap. Oh, Ricardo ist kurz hinter mir. 0,6. Ui. Der hat jetzt ganz schön aufgeholt, der Wichser. Alter, ja, ey, ich hasse diese langgezogene Kurve. Beziehungsweise diese schnellen Kurven. Ich habe, wie du gesagt hast, überhaupt keinen Abtrieb. Ich komme da überhaupt nicht durch. Du hast dein Setup, kannst du nicht mehr verstellen. Nee. Alter. Jeden Vorsprung, den ich... oder drei. Oh, Verwarnung, deine Mama, ey. Langsam reicht's. Boah, Vettel 1,42,9. Hör doch auf. Juhu, ich bin Fünfter. Nachdem fast jeder in der Box war. Du weißt ja, was ich an Rückstand hatte. Ah. Ich bin jetzt Dritter am Boxenstopp. Jetzt sind alle direkt hinter mir wieder aus der Box raus. Ich werde keinen einzigen Platz gut machen. Ja, solange wie die vor dir noch reinfahren. Ja, du bist doch wieder raus, oder? Du warst doch schon. Ja. Also, du fährst nicht wieder rein. Nee. Ja, du bist wieder vor mir, oder nicht? Ja. Aber vor mir, ist zum Beispiel Ricardo und Bottas waren noch nicht drin. Deswegen. Als Beispiel jetzt, weißt du? Ja, aber die werden trotzdem noch sehr weit vor mir wieder rauskommen. Keine Ahnung. Die sind jetzt noch, keine Ahnung, 10 Sekunden oder so oder 5 Sekunden vor mir. Aber ich hasse diese kurzen Kurven. Oh. Da verliere ich immer 5 Sekunden oder so. Das ist ganz schlimm. Also ich sehe den direkt vor mir und dann plötzlich bin ich im Gras. Ihr seid ja witzig. Wieso? Es heißt, es hieß jetzt, ich soll in die Box fahren. Und kurz bevor ich in die Box fahre, sagt er mir, du hast 2 Sekunden Vorsprung auf deinen Verfolger. Wir sollten diesen Abstand halten. Ich glaube, das wird schwierig, wenn ich in der Box bin. Boah, ja, jetzt bin ich direkt hinter Ricardo. Der war auch gerade in der Box. Ich sag doch, der ist noch einiges vor mir. Der ist mehr auf Topspeed. Aber jetzt bin ich schon wieder Zweiter und habe den ersten direkt vor mir, ne? Ich bin genauso rausgekommen, wie ich vorhin auch war. Also wieder auf 12. Ah. Ja. Innerhalb der nächsten 5 Runden. Das wird nichts mehr. Ui! Jetzt bin ich gerade mal ein bisschen rausgerutscht. Jetzt ist Ricardo ein bisschen weiter weg. Scheiße. Ah, der ist cool. Naja, 2 Sekunden gehen noch. Ne? Alter, wie der Magnussen aufholt. Das ist ein Witz. Der zieht an der Geraden beinahe an mir vorbei.
Der kann doch nicht mit so viel extra Schub aus der Kurve kommen. Wie viel Rückstand hat er gehabt? Ich weiß es nicht. Ja, vielleicht hat er DRS. Weil vom Abstand her, den wir beide zueinander haben, könnte es hinkommen, dass da die DRS-Zone gerade war. Hm. Habe ich jetzt überhaupt nicht drauf geachtet. Oh, jawohl, erste Kurve rausgeflogen. Hm. Mit die Strecken mit den schnellen Kurven ist nicht so dein Fall. Nee. Also sozusagen das Fahrzeug am Limit bewegen in den Kurven. Ja. Deine, deine Strengcharakteristik ist mehr Spitzkehre, so runterbremsen, Spitz, so, ja, genau, so wie Malaysia. Genau. Runterbremsen, Spitzkehre, danach lange gerade. Ja, das ist mehr so dein Fall. Ja. So Kanada-mäßig. Obwohl er eigentlich auch relativ viele schnelle Kurven bei waren. Ey, komm nicht an den Ricardo ran. Nichts, 2 Sekunden, 2,3 Sekunden, bitteschön. Komm nicht an den Perez ran. Da haben wir beide gerade das gleiche Phänomen, wa? Wie viel, du bist 2,3 von ihm weg? Hm? Ja, Magnus hat schon wieder DRS bekommen. Ich könnte echt kotzen. Das Blocken immer, ne? 4 Sekunden bin ich von Perez weg und die hole ich niemals ein. Ich komme nicht mal unter die Top 10. Ja, super. Verwarnung, Abkürzung ist okay. Ich glaube, da drin kannst du fast abhaken. Das konnte ich schon von der ersten Runde aus abhaken. 2 Strafen, Platz 12 und falsches Setup. Das war klar. Hm. Jetzt bin ich in direkter Schlagdistanz zu Ricardo. Also alles, was ich an Punkten auf dem Vettel wieder eingeholt habe, ist damit kaputt. Oh, er lässt mir Platz. Das ist mal fair. Boah, das ist ein Wichser. Zieht innen rein und versucht mir abzudrängen. Reifen an Reifen hier gerade. Okay. Ich dachte... Ja, na klar, ich krieg eine Verwarnung wegen Kollision verschuldet oder was, weil der Wichser mir reinfährt. Ja, da haben wir es schon wieder. Das ist doch... Nee. Dann hat er jetzt gerade noch DRS gekriegt, da muss ich mir eben A werden, damit er mich nicht überholt. Okay, also den Magnusen bin ich los. Aha. Zumindest schon mal ein. Innerhalb von 3 Runden. Bei so einer ganz... Was soll ich sagen? Bei mir ist... Sache ist... Was denkst du, was bei mir los ist? Ich bin zwar auf 1, aber bei mir ist da die Sache, der ist noch relativ nah dran. 1,5 Sekunden. Das war nicht gerade die Welt. Naja, aber vergleich mal Platz 2 mit Platz 11. Ja, gut. So, Perez, du Stück Scheiße. Voll motiviert, Perez, du Stück Scheiße. Ja, dann habe ich jetzt habe ich ihn mir gesnackt. Sag ich sogar der. Ja, ja, dann bist du gar in den Punkten. Platz 10? Mhm. 10 gibt einen plus Punkt. 20 Sekunden, 0. Ja. Naja, vielleicht komme ich sogar noch auf Platz 8. Weil vor mir fahren noch 2. Jetzt bin ich ein wenig rausgerutscht. Jetzt kommt er gleich wieder ran, der Wichser. Och, fuck. Ich war gerade auf einer neuen Bestzeit. Ich fahre auch mal in einem perfekten ersten Sektor. Aber danach ist vorbei. Vor allem bei mir ist immer das Problem, ich komme durcheinander, dadurch, dass hier 2 Start- und Zielgeraden sind.
bei diesen schnellen Kurven, da verliere ich so viel Zeit. Ja, durch die Einstellung halt. Da wieder Perez an mir vorbeigeht. Ha, so nicht. Na, der Abstand zu Ricardo wird langsam größer. Na, immerhin. Ah, Ricardo hat eine Zeitstrafe bekommen. Was, wieso das? Haben, keine Ahnung wofür, haben sie mir gerade gesagt. Wenn er dich überholt, bleib einfach dicht dran. Er hat gerade eine Zeitstrafe bekommen. Oder wohl abgekürzt. Das ist mal schön zu wissen, ne? Dann könnte ich ja eigentlich mein Gemisch mal auf mager stellen, ne? Theoretisch kannst du das tun. Ich hab gerade Reifen verstellt. Ach egal, ja, ich lasse es jetzt so. Kai ist gerade auf Intermediate umgestellt. Geil, oder? Warum denn nicht? Fährst du jetzt in die Box oder hast du einen? Nee. Ich bin jetzt Runde 12 von 13, Mann, da bike ich nicht mehr in der Box. Ich fahr jetzt hier schon zickzack, um den abzuwählen, weil ich gerade so viel Mist gebaut habe nebenbei. Weil ich nebenbei versucht habe, hier umzustellen. Oh, er ist weg. Also, zickzack fahren musst du jetzt auch nicht mehr. Na, 1,19 Sekunden ist er hinter mir wieder. Es reicht. Wie ist denn der jetzt schon wieder hinten dran? Er kann fliegen. So, verarsche, oder? Na komm schon. Jawohl. Lass mich vorbei. Wow! Ich hab DRS. Ah ja. Du nicht? Aha. Du hast DRS. Ja. Cool. So, kannst du ihn nachher gleich schon mal drauf einstellen. Ich bin jetzt gerade in der letzten Runde schon, ne? Ja, ich auch. Dass ich auf dich umswitche und dann wollen wir ein bisschen Action sehen. Ja. Ich habe jetzt freie Fahrt. Ich habe jetzt den 8. überholt. Bin jetzt 8. damit und hab freie Fahrt. Also viel. Das ist ein Penner, Alter! Na klar. Ja, ich krieg die Schuld, weil er mir reinfährt. Ey, das gibt's nicht. Vor allem halt gleich zwei Stück hinter mir. Ich hab Vettel und Ricardo hinter mir. Ja, Ricardo ist jetzt nicht so schlimm, aber Vettel ist halt doof. Jetzt hat er mich abgedrängt, der Wichser, ne? Dadurch hat's mich ausgebremst. Oh, jetzt habe ich mir aber wieder vorbeigebremst in der Schikane. Kurz vor Start und Ziel. Mhm. Zack. So. Bist du durch? Nö. Er wird umgestellt. Jetzt lädt er. Und auf dich? Jetzt. Es kommt nur ein schwarzer Bildschirm. Jetzt bist du durch. Ja, super. Bei mir hat er gar nichts mehr angezeigt. Boah, Alter, zum Kotzen. Ja, 8. geworden. Ricciardo ist 7. Schade. Fuck. Okay. So, damit war's das, Leute. Jo. Ich würde sagen, wir sehen uns bei dem nächsten Grand Prix. Und hoffen wir mal, dass dahin, es dann für mich besser läuft. Genau, bis dahin fleißig Videos schauen, liken und so weiter, ne? Bis dann. Ciao.